Ich lade dich ein, in diesem Online-Tutorial die faszinierende Welt der Wolkenmalerei zu entdecken. Gemeinsam werden wir die Schönheit von bunten, federhaften Wolken bei Sonnenuntergang einfangen und den Zauber erleben, wenn die Sonne sich im Wasser spiegelt. Tauche mit mir in die Welt des Aquarells mit diesem einfachen und entspannten Tutorial ein und lass dich von der Faszination des Himmels inspirieren und schöne, kreative Zeit verbringen. Bis gleich. Wir möchten eine feuchte Oberfläche, die allerdings matt sein soll und nicht glänzend. Keine stehende Pfütze mit Orkan anmischen. Und hier einfach den unteren Teil damit. Ganz verwegen, ganz tapfer und mutig, ohne weiteres abdecken. So. Und in diesem Teil über dem Horizont kann ich gerne so eine zitronengelbe Farbe nehmen. Die ist einfach heller. Da. Und ich werde damit diesen Himmel erstmal abdecken, damit das überflüssige Wasser weggeht und wir bewegen uns hier einfach nochmal trockener, ganz verwegen, zack, einfach mit den Spitzen, ja, die Spitzen, die werden dann so zottig und ich kann mit der Spitze interessante Bewegungen hier machen. Dann vielleicht noch roter, kaminrot, trockenere Farbe, zack, hier ganz konzentriert, schön Wolken oder helleren Wolken einspielen, einwirken. Hier kommt eine Wolke, die diese Bewegung macht, zack, ja, so ein bisschen abreiben. Dann hier haben wir noch, guck mal, wie interessant das Ganze wirkt, wenn in einem halbfeuchten Bereich einfach der saubere Pinsel zum Einsatz kommt. So, nehme ich wieder hier dunkle Farbe, zum Beispiel Violett. Und das soll nicht so feucht sein. Also ich kann das auf einem Blatt Papier hier ein bisschen testen. Ja, das soll diese Wirkung haben. Ja, mit diesen weißen Zwischenräumen. Das ist ja der trockene Pinseleffekt. Super. Und ich fange einfach von rechts nach links an, weil hier rechts mehr Farbe drin ist. Also, dann lass uns das einfach mal machen. Wir haben noch einen hellen Streifen hier oben zwischen dem Horizont und diesem dunklen Wasser. Also werde ich das auch so hell lassen. So, noch trockener. Zack, noch trockener. Zack. Hier ist ein bisschen konzentrierter, das für die ganze Kette ausreicht. Und ich decke hier das Ganze einfach mit diesem Siena-Farbe zum Beispiel ab. Ja, das soll aber feucht bleiben. Also nimm genug Feuchtigkeit auf den Pinsel. So, hier ein bisschen Wasser und passt das da auch schon. Weiter. So, dann wirkt es ein bisschen natürlicher. Flügel nach oben ist. So, nur ein paar davon, wir müssen nicht übertreiben. Und dann hat es schon das ganze Motiv ein bisschen aufgelockert. Nun können wir hier das Ganze abrubbeln. Ich nehme, wie gesagt, dafür einen Nylonstrumpf. Du kannst selbstverständlich auch einfach einen sauberen Finger nehmen und das abrubbeln. Oder so ein gröberes Küchenpapier, das geht auch. Aber ich mag einfach hier den Nylonstrumpf. Ich spanne das auf den Finger. So, und los geht's. So,
jetzt haben wir einen schönen, sauberen Rand bekommen. Hier ist unser Motiv. Hoffentlich hast du viel Spaß dabei gehabt. Ein ganz leichtes, schnelles Aquarell. Danke, dass du bis zum Ende geschaut hast. Wenn du dich fragst, wo dieses Tutorial in voller Länge mit Malvorlagen und ohne Werbeunterbrechungen zu finden ist, dann schau mal kurz unten in die Beschreibung rein. Da habe ich dir einen Link hinterlassen.